Rückgang und dann hat ihn Petersen, der Coach, rausgenommen und hat gesagt, es hat keinen Sinn, dann ist er nur im Intercontinental Cup und zu Hause gesprungen. Zwei Japaner hintereinander und die könnten Bewegung in die Szene an der Spitze bringen. Zuerst Hiroya Saito. Sieger vom zweiten Springen in Willingen. Konstant wie kein anderer Japaner. Du sagst es. Springt blitzsauber. Einer der elegantesten vom ganzen Feld. Jawohl. Nein! Also da unten ist wirklich glatt. Man darf es nicht beschreien. Man darf es nicht beschreien. Ich habe gesagt, bis dahin kein Sturz, jetzt haben wir schon drei. Ja, man muss da beim Aufsprung wirklich aufpassen. Das hat jetzt schon in ein paar Springer da den Ski verschlagen. Das heißt aber nicht, dass die Chance nicht gut präpariert ist, sondern dass einfach die Schneeverhältnisse sehr kompakt sein und hart und da verschlagen viele Springer einfach den Ski. 179 Meter. Schaut, ja. Ernst, ist eigentlich ganz einfach. Wenn es an der Stelle zu glatt ist, muss man 200 Meter springen, da ist noch nicht so glatt. Es wäre, ja. Auch hier muss die Einsatzleitung des Roten Kreuzes